Ohio! Konfuzeier, ich sag's glaube ich schon zum letzten Mal. Ja, schön, dass ihr wieder da seid. Hier ist wieder eure Josie mit einer weiteren React-Folge. Und zwar, es geht wie immer um die Twitch Clips Germany. Nein, nicht wie immer, aber wie immer am Anfang eines Streams, weil ich bin ja jetzt hier live auf Twitch. Falls ihr jetzt auf YouTube das nachträglich guckt, dann hüpft mal unten in die Videobeschreibung. Da steht nämlich der Twitch-Link drin. Und da könnt ihr rüberhüpfen und könnt mir folgen. Genau. Und könnt da mal live zugucken, wie wir das Ganze hier machen. Heute, wie gesagt, die Twitch Clips Germany. Als erstes wieder, wir sind in der Hochsicherheitsirrenanstalt. Das ist. Nein, Moment, jetzt habe ich was falsch gemacht. Haha, 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 haha. Jetzt muss ich. Das muss ich jetzt rausschneiden nachher. Das ist nämlich die falsche Folge. Haha, ich habe die falsche Folge reingezogen. Ich wollte doch sagen, das war doch vorhin ganz, ganz. Ups. Was ganz anderes, was ich da hatte. So, Moment. So. Zack, 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 zack. So, jetzt aber. Gut. So, genau. Jetzt haben wir es. Haha. Ja, lol, genau. Fehler gemacht. Ich lasse das drin, weil das ist mal was Lustiges am Anfang. Ich habe doch gerade die falsche Folge. Ich habe die Folge von dieser Woche rausgeschmissen aus der Liste und die Folge von letzter Woche reingezogen. Gut, also wir sind natürlich jetzt nicht bei der Hochsicherheitsdings, sondern wir sind bei 1,2 Promille. Könnte auch bei mir gerade zutreffen. Im Übrigen, falls ihr im Chat das gerade noch nachlest, ich weiß nicht, ob ihr das lesen könnt, ich kann es noch lesen. Unsere Xautina ist seit 6 Monaten Abonnentin. Wenn ihr das auch wollt, es gibt da den Abonnenten-Button. Wenn ihr Prime-Kunde seid, habt ihr sogar einmal im Monat die Möglichkeit, ein Prime-Abo umsonst abzuschließen. Genau. 1,2 Promille, ja, so heißt die Folge. Ist die Folge 205 von den Twitch Clips Germany. Wir gehen mal rüber in den Live-Bereich. Und da haben wir das Ganze schon. Wir sind beim Bingo. Ja, was denn jetzt noch beim Bingo? Okay, gut. Ja, ist halt so. Gut. Dann würde ich sagen, ich gucke mal ein bisschen hochziehen, den Ton. Damit ihr das auch hört. Seht ihr, ich lerne, ich lerne. Ja, hat nur ein halbes Jahr gedauert. Gut, also machen wir, fangen wir an. Und dann starten wir rein. Viel Spaß euch. Ich muss mir das Dann. nochmal angucken. Das fand ich ein bisschen gruselig. Ist es auch. Dann kommt leckerer Guck, wie der Cachaça, geguckt hat. ACL. Ja, kann er nicht gucken. Kann immer lächeln. Ja, herzlich willkommen bei Twitch Clips Germany. Das Niveau wird jetzt nicht besser. Ja, genau wie unser Kistenkater sagte, voll auf den Jammerknochen. Das kennt ihr bestimmt auch, wenn ihr euch an der bestimmten Stelle am Ellenbogen trefft, dann zieht das bis in die Hand und das kribbelt. Das ist wunderbar. Tut aber auch höllisch weh. Und unsere Luna Peruna hat das natürlich wieder wunderbar hingekriegt. Interessant. Ich muss jetzt was dazu sagen. Also, Frank Rosin finde ich ja auch immer toll. Das wäre natürlich auch eine interessante Idee, das mal zu reacten. Das wäre aber dann eine schöne lange Folge. Und weil die geht ja immer so eine Stunde oder anderthalb oder sogar 2 Stunden. Also, das wird relativ lang dann. Aber mal gucken, mal gucken. Ich habe hier so ein paar Sachen nachher. Gut, genau. Also, aber war ein schöner Einstand, obwohl ich am Anfang erst dachte, so ist, wo bleibt jetzt das Willkommen bei den Twitch Clips Germany? Das kam aber dann ja zum Glück noch. Aber hoffen wir, dass das Niveau noch steigt und nicht noch weiter sinkt. Obwohl, wir haben ja gerade gehört, noch weiter sinken kann es nicht. Was ist das? Was ist das für ein Tanz? Kann ich dazu tanzen? Nein. Will ich das? Nein. Muss ich? Ja. Kann es sein, oder kam das jetzt zum Video so vor, dass er ein Tonproblem hatte? Und zum anderen Mal vor einem Greenscreen mit einem grünen Oberteil zu stehen und einer grünen Kopfbedeckung, die aussieht wie ein Frosch. Ich weiß nicht. Ich glaube, das sieht dann etwas komisch aus, wenn man das ins Video. Na gut, in dem Sinne könnt ihr natürlich dann sein Gesicht auf eine der Figuren im Video schneiden. Aber da werden immer noch die beiden Augen oben drauf. Sieht bestimmt komisch aus. Ja. So, weiter.
Hey, das ist Call of Duty Warzone. Nicht mein Spiel. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich bin in der Kiste. Ich bin im Shop drin. Hilfe! Was ist das? Ich bin im Shop drin. Das ist mal ein geiler Bug. Sie ist voll in der Kiste gefangen. Hey, das ist gut. Das ist richtig gut. Also, ja, sowas passiert. Wenn man an die falschen Stellen tritt, dann ist sowas. Genau, genau. Ja, warte, ich guck mal. Ja, ob das gut geht? Ah, das neue Zelda. Bom, Volltreffer. Ja, Kronk, genau. Kronk und der versucht, Zelda zu spielen. Ja, ja, das kennen wir. Das klappt bei ihm immer nur so semi-optimal. Ja, das ist, wenn man zu viel auf einmal macht. Obwohl, er hat ja jetzt da nicht viel gemacht, aber er macht sonst so allgemein sehr, sehr viel. Ja, er war bei der Rock-WM. Weil das ist schon eine Weile her. Und beim Tanzen war er dabei und. Also, ja, genau. Ja, dann hol dir dein Holi. Holi ist eine gute Idee. Da trinke ich jetzt auch mal gerade einen Schluck, bevor wir weitermachen. So, Schluck getrunken, weiter geht's. Er schleicht diesen. Ja! Ja. Ja, was bleibt dazu zu sagen? Das Pferd rennt vor ihm weg, statt auf ihn zu warten, damit er aufsteigen kann. Und dann klackt ihm auch noch anscheinend die Capture Card ab. Ja, so kann's gehen. Passiert, kann man nicht ändern. Valorant. Okay, look at this, look at this, look at this. Ja, look this, tot. Ja, so kann's gehen. Ja, genau. Augen auf beim Valorant-Spiel. Man sollte nicht unbedingt in jede Mauer und jeden Schatten reinrennen. Zumal, wenn man den Schatten nicht selbst gestellt hat oder die eigene Gruppe den selbst gestellt hat, weil dann ist er natürlich von der anderen Gruppe und die wartet dann natürlich auf der anderen Seite. Ist ja ganz klar. Sonst würde das ja keinen Sinn machen. Also, ja. Also, ja. Kann ich so anstellen. Ey, Strahl, das würde mein Mann jetzt wieder freuen. Ich hoffe, ihr kennt ein bisschen was. Das macht ihr echt gut. Das macht ihr echt gut. Oh. Ich sag, wie heißt es so schön? Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen. Sie hat das wirklich gut gemacht, aber es war ein bisschen sehr windig. Klar, braucht man für das Drachenfliegen natürlich oder für das Drachensteigen das natürlich schon eine gewisse Windstärke, aber das war dann doch ein bisschen zu viel. Ja, ich weiß, Lenkdrachenfliegen, trotzdem. Man braucht auch dafür natürlich eine gewisse Windstärke und das war dann doch ein bisschen zu viel. Da hat sie zu viel auf einmal gewollt. Und ich glaube, das hat auch bestimmt wehgetan, weil man soll es nicht glauben, aber Sand, vor allem wenn der nass ist am Meer, kann ganz schön wehtun. Genau das. So, ich rechne jetzt nochmal. Also erstmal die Klammer. 8 plus 2 sind 10. 3 mal 10 sind 30. 10 plus 1 sind 11. 30 geteilt durch... Nee. 11? Nee. Hä? Klammer vor Punkt vor Strich. Stopp! 10 durch 10. 10. Mann, ich bin genauso blöd wie vor einer Woche. Da kommt 4 raus. Oh mein Gott. 10 geteilt durch 10 sind 1. 3 mal 1 ist 3. Plus 1 ist 4. Oh mein Gott. Oh, 4. Vor allem letzte Woche habe ich es besser gelöst. Ich bin dümmer geworden. 4. Hä, was soll denn das? Wie ist dieser Mann durchs Mathe-Abi gekommen? Ich habe in meinem Abitur hatte ich kein Abi. Was? Moment. Das. Ja, Werbung. Gut, okay, also weiter. Also, jetzt müssen wir das mal auseinanderklamüsern. Also, erstmal Klammer vor Punkt vor Strichrechnung. Das solltet ihr schon mal wissen, wenn ihr Mathematik habt. So. Zweitens. 4 war richtig, kam dabei raus, weil es war in der Klammer, war 10, 8 plus 2 sind 10, mal 3 sind 30, durch
10 sind 3 plus 1 sind 4. Das ist schon mal richtig. So, und dann hat er in seinem Abitur kein Abi. Ja, was denn jetzt, du? Entweder hat er ein Abitur oder er hatte kein Abitur. Das ist ungefähr genauso, wie wenn man sagt, ich habe eine IHK-Prüfung, bei der ich keine Prüfung habe. Ja, genau. So soll es gehen, so kann es gehen. Und seine Aussage, dass er immer dümmer wird von Woche zu Woche, könnte in diesem Falle dann richtig sein. Genau. Und unser Kistenkater hat festgestellt in der Werbung, es kommt einmal ein neuer Transformers-Film. Ja, das weiß ich. Und zweitens mal ist bei Amazon Game Week. Das heißt, wenn ihr neue Spiele braucht, gucken, ob ihr da die Spiele günstiger kriegt. Aber Vorsicht, nicht immer ist Amazon das günstigste. So, weiter geht's. Und als ich dann im weiten Feld eine rote Ampel gesehen habe und dachte, Moment, das ist ein Auto von hinten, da habe ich gedacht, jetzt musst du mal zum Optiker und musst mal hier die Dings überprüfen lassen. So, und dann haben wir die überprüft und dann waren das minus 1,2 Promille zusätzlich. Und da hat auch der Optiker gesagt, also irgendwas stimmt da nicht, gehen Sie mal zum Augenarzt. Moment, also. Moment. Man hat, also er ist zum Optiker gegangen, weil mit seiner Brille was nicht stimmt. Dann hat er 1,2 Promille gehabt. Da sollte er nicht zum Augenarzt gehen, sondern eher weniger trinken. Das heißt nämlich nicht Promille, sondern Doptrin bei den Augen. Ich klugscheiße jetzt mal wieder. So, und wegen 1,2 Doptrin gehe ich nicht zum Augenarzt, sondern da lasse ich mir vom Optiker eine neue Brille machen. Gut, so, ganz einfach. Und ja, das ist halt dann, was man halt entsprechend machen muss. Genau. Gut. Ja, genau. So, machen wir weiter. Weiter. Aber jetzt wissen wir wenigstens, wie der Pokémon-Center hier demnächst. Oder irgendwas, womit ich meine Pokémon heilen kann. Nicht, dass ich hier kommt. Ja? Das kann nicht sein! Ich heile meine Pokémon! Und 5 Sekunden später ist hier eine Heilstation! Ja doch, das gibt's, wir kennen das doch. Wir kennen das doch. Die Spiele bei Streamern werden über die Kamera direkt an den Hersteller übertragen, der dann 1:1 wunderbar voll drauf dieses, was der Streamer sagt, reagiert und entsprechend dafür sorgt, dass er das, was er braucht, auch findet. Also das sollte uns jetzt allgemein bekannt sein. Meino. Gut, aber weil unser Kistenkater es gesagt hat, damit er nicht denkt, ich würde seine Ansagen nicht ernst nehmen. Also, ihr kriegt bei der Game Week von Amazon nicht nur Spiele günstiger oder ausgewählt günstiger, sondern auch Gaming-Hardware, also Controller, Mäuse, Tastaturen und so weiter. Gut, ich mache zwar normalerweise keine Werbung, aber dann lohnt sich das Dauerwerbsendung da oben wenigstens mal. Nee. Da steht da links close. Links, ja, ich sehe. Oh, ja. Dead. Hey, cool. Moin, was geht? Ja, so geht's auch. So kann man's auch machen. Wenn man solche Spiele spielt, dann sollte man auch mit vollem Verstand dabei sein. Und wenn der Gegner direkt gegenübersteht und gerade am Nachladen ist, das ist die perfekte Möglichkeit, einen umzunieten. Also bitte. Manchmal denke ich so, warum spielt ihr solche Spiele eigentlich, wenn ihr es doch sowieso nicht spielt? Es ist wie mit den Horror-Games und dem Erschrecken. Ja, ich weiß, ich habe mich letztens auch erschreckt. Wow, die ist so ausbalanciert, dass sie ihre Arme hoch... Ich muss die Beine Pause. Auch weiter unter mich nehmen. Full screen. Okay. Okay, du musst dich jetzt da draufsetzen, okay. Auf die Knie. Und jetzt unter die Achseln. Und dann mache ich jetzt hoch. Jetzt gehe ich weiter. Ja, du musst weiter nach hinten. Du musst richtig nach hinten. Guck mal. Damit ich hochkomme. Warte. Das geht nicht gut. Das okay, geht nicht das? Gut. Das geht... Ja, wir haben's. Nee, aber wir sind ja. Ihr haltet euch fest. Bleib deswegen funktioniert's. Lasst mal los. Ja. Hey, cool. Ja, Daumen hoch. Hey, cool. Cool. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich hätte gedacht, dass sie umfallen.
Aber cool. Und bevor du auf den Gedanken kommst, Schatz, nein, das machen wir nicht nach. Definitiv nicht. Nein, 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 nein. Reicht, wenn bei einem von uns die Knie nicht mehr so ganz funktionieren. Aber es war wirklich wow, ja, muss ich sagen. Gebe ich unserem Kistenkater mit seinem Digger recht. Da war irgendwas im Wasser. Oh mein Gott, Digga! Das ist wie immer mein Kopf. Hat die auch zu viel getrunken? Die war irgendwie etwas sehr überdreht. Ja. Also das Bild von seinem Kopf war sehr interessant am Anfang, so lang gezogen. Da sag ich daher auch noch was dazu. Also in dieser Form. Das könnte bei mir demnächst auch passieren. Zu viel Holy. Ich glaube, ja, obwohl doch, das könnte sein. Also 3-4 Holy am Tag, da funktioniert das. Ja, genau. Ich will ja wirklich diese Geschichten erzählen, die ich sonst nie erzählen kann. Komm mal hier, Spielzeug. Tschüss. Bleib. Weiche von mir. Nicht abortieren. Nicht abortieren. Hey, das ist eine Katze und nicht abortieren. Geil. Ja, wenn du es wegwirfst, was erwartest du dann? Ich hätte das jetzt eher von dem Hund erwartet, statt von der Katze. Aber, das sieht man mal. Auch Katzen abortieren. Ist zwar nicht so oft der Fall, dass Katzen das machen, weil es ist immer so, dass die Sache, bei Katzen sagt man ja, sie sind sehr eigenständig und man kann ihnen nichts beibringen. Das stimmt aber nicht. Katzen sind sehr schlau und man kann ihnen sehr viel beibringen, wenn man sich die Mühe macht, auf sie einzugehen, also nicht erzwingen. Ein Hund macht das mehr, um zu gefallen, eine Katze mehr, um Spaß zu haben. Also unsere Katze, die kann auch eine ganze Menge. Außer eins, morgens hören wir, wenn ihr sagt, leg dich hin und schlaf weiter. Das Omen. Ja. Die Melodie kriege ich leider nicht mehr auf dem Schirm. Googelt mal auf YouTube, da werdet ihr es noch finden. Ja, auf YouTube kann man es finden. Stimmt, da ich habe es aber auch auf der Platte. Also ich habe mir das vor Jahren mal gekauft und habe das natürlich noch in der Nutzung. Darf es aber natürlich nicht im Stream spielen. Weil es ist urheberrechtlich geschützt. Aber das Omen, schönes Lied, kann ich euch empfehlen. Und ich sag mal so, ich sehe jetzt gerade so diesen Streamer da. Und so mit der Hand davor sieht er fast einem meiner Ausbildungskollegen ähnlich. Genau. Nee, das Omen ist nicht von Inomine. Das ist von jemand anderem. Ich müsste jetzt nachgucken. Aber das ist nicht von Inomine. Okay. Oh, Charlie! Willst du erstmal reinkommen? Mach einmal die Tür auf. Seht ihr? Wieder ein Beispiel dafür, dass Katzen ganz schön schlau sein können. Deswegen hatte, also als wir hier eingezogen sind, waren die einige Türgriffe von uns so gestellt und nicht so. Also, dass man so sagt, man muss es so machen. Und das lag daran, dass die Familie, die hier wohnte, hat ein kleines Kind gehabt. Aber auch viele Katzenbesitzer machen das, damit die Katzen die Tür nicht aufkriegen. Weil so kann die Katze an den Strand springen, wapp, und wenn die Tür in die richtige Richtung aufgeht, funktioniert das. Okay, gut, ist doch von Inomi. Ich dachte, das wäre von jemand anderem. Okay, gut, ja. Aber ich glaube, den Titel Das Omen gibt es mehrfach. Und ich glaube, das, was er meinte, ist ein anderes. Ich guck nachher mal nach und sag dir Bescheid. Monte. Ah, du Stück Scheiße. Das habe ich nicht gesagt, Monte. Das war meine Lert. Ich habe nur was aus dem Chat vorgelesen. Well, Der Moment, in dem der Alert zum falschen Zeitpunkt kam oder zum richtigen, je nachdem, wie man es sehen möchte. ja, Monte ist ja, also Montana Black ist ja so ein etwas umstrittener Streamer. Manche mögen ihn, manche hassen ihn. Ich sag jetzt nicht, von welcher Fraktion ich gehöre. Aber ja, irgendwie, ja, es passte wunderbar. Es war ein richtiger Augenblick. Sowas kann passieren. Schönen guten Morgen. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, Chat hört jetzt nicht hin, aber ich
finde auch ein bisschen, dass dieser Chat nicht so talentiert ist, wenn es ums Clippen geht. Ne? Wir haben teilweise so witzige Clips hier drin, ne? Aber Chat klippt immer nur Scheiße. Aber sag's ihnen nicht weiter, sonst sind sie gleich wieder beleidigt. Ja, das muss ich auch sagen. Also, mir ist das so aufgefallen. Clippen tun hier so die wenigsten. Deswegen kann ich da auch seltenst was hochschicken zu den Twitch-Clips Germany und sagen, hier, guck mal, ich habe auch was gemacht. Ja, das geht. Aber dazu müsstet ihr natürlich klippen. Genau. Aber okay. Aber natürlich nur die witzigsten, da nicht allgemein, weil allgemein irgendwas, was ich gesagt habe, was da nicht gerade clipfähig ist, das ist natürlich auch nicht so. Also, okay. Aber das üben wir doch mal. Wir sind ja noch am Anfang, so grob gesehen. Ah, großartig! Ihr steht von alleine! Der Titel meines ersten Pornofilms. Ja. Okay. Ich weiß nicht. Ich glaube, dazu sage ich jetzt besser nichts. You are me. That's right. Let's go. Und jetzt kommt was richtig krasses und da war ich so, boah, krass. Da ist er wieder. Der Spruch der Woche. Jetzt kommt was richtig krasses und da war ich so, boah, krass. Ja, toller Spruch. Ich weiß zwar nicht, wie wir das Motto jetzt in die nächste Woche reinbringen wollen, aber hey, die Woche startet schon mal krass. Wir haben einen Feiertag. Ja, keine Schule, kein Arbeiten, außer ihr arbeitet in Berufen, bei denen es Schichtdienst gibt, wo dann natürlich das Ganze wieder, ja, okay. Aber ja, ist halt so. Aber wisst ihr, was noch toll ist? Also wenn ihr zum Beispiel in die Schule geht oder schlau euren Urlaub gelegt habt, habt ihr diese Woche eine 4-Tage-Woche und nächste Woche, die kommende Woche und die Woche da drauf eine 3-Tage-Woche. Weil dann haben wir nämlich Christi Himmelfahrt, Frohleichnam, Entschuldigung, Frohleichnam. Und wenn ihr da auf den Freitag euren Urlaub gelegt habt, habt ihr ein 4 Tage Wochenende. Respekt an dich, ich wäre froh, wenn ich so eine innere Uhr hätte, ne? Ich wäre froh. Ich hatte schon, seit ich auf der Geburt bin. Ja, seit sie auf der Geburt ist. Nein, also erstens mal, jeder Mensch hat eine innere Uhr. Bei manchen geht sie nur extremst falsch. Wie unser Kistenkaderkrieb, übernächste Woche ist Happy Kadaver. Oh, Leichnam auf Englisch. und ja, also ich war nicht auf meiner Geburt, ich war bei meiner Geburt, nicht auf meiner Geburt. Wie kann man eigentlich auf der Geburt sein? Oh gut. Also wie gesagt, mit der inneren Uhr, jeder Mensch hat eine innere Uhr. Bei manchen geht sie falsch, bei manchen vor, bei manchen nach. Manche haben ein sehr gutes Zeitgefühl und für andere gibt es dann Uhren. Ich wollte vom Kistenkader eingehen. Spruch kam früh, ja, also, früh kam, manchmal kommt er relativ am Anfang, manchmal kommt er relativ am Ende, je nachdem, wie er gerade geschnitten worden ist. Ich glaube, das hat auch so ein bisschen was damit zu tun, wie hoch die, Clips gewotet werden. Bei Twitch Clips Germany ist es ja so, dass er die Clips, die eingesendet werden, auswahlmäßig an bestimmte andere Streamer schickt und die bewerten die dann mit ihrer Community. Zum Beispiel Anne macht das ganz gerne und dann wird das zurückgemeldet und entsprechend dann werden, glaube ich, die Clips zusammengeschnitten, weil es ist ja immer nur wochenweise, also von Donnerstag, glaube ich, bis Mittwoch oder bis werden die zusammengeschnitten. Ich so in der Art irgendwie. Ja, talentiert ist er auf jeden Fall und ich fand das gar nicht mal so schlecht. Ich finde es so immer lustig, wenn dann oben steht Just Chatting statt Just Music und sie spielen dabei Music.
Okay. Ist halt so. Passiert. Muss man mitleben. Shiggy, Aquaknarre! Da war der Finger wieder zu schnell. Aber das passt jetzt wunderbar. Chicky Aquaknarre und er spuckt das Zeug aus. Ja. Wobei, seit wann haben Schildkröten spitze Ohren? Okay. Ich dachte eigentlich, Schildkröten haben gar keine Ohren. Also sichtbare Ohren meine ich jetzt. Die haben natürlich Ohren, klar. Ohröffnungen links und rechts am Kopf. Aber keine sichtbaren Ohren. Okay. Aber wir haben immer noch keine Wildtiere gesehen. Vielleicht kommt eins. Angeblich soll Wild jetzt auf den Straßen rumlaufen. Da, Meldung, Slow, Tiere. Oh! Oh! Ja. Tiere! Ja, Tiere! Und du hast das arme Rehkitz angefahren. Böser Busfahrer, böser, böser Busfahrer. Aber deine Anekdote, das war in dieser Woche. Wir haben uns so unterhalten und wir kamen so ein bisschen darauf, was sind die beliebtesten oder am häufigsten gekauftesten Spiele in Deutschland. Ja, und da kam dann lustigerweise raus, also Farm Simulator, Bus Simulator, Fliegen Simulator, also lauter Simulatoren. Und bei einem der Simulatoren, nämlich beim Bus Simulator, wurde eine Umfrage gemacht. Und dabei kam heraus, dass viele Busfahrer, die das den ganzen Tag und real machen, sich abends zu Hause hinsetzen und Bussimulator spielen. Wie abgedreht muss man sein? Hallo? Ist das mein Auto? Nee. Mein Auto! Hallo! Ah, ich hab's gefunden. So! Da hat dir das Auto gezeigt, dass es du. Das. Siehst du, das passiert, wenn man eine sehr, sehr gute Alarmanlage hat. Dann kommt das andere Auto, weil es gekränkt ist und was einem eigentlich gehört, an und fährt das Auto, was einem nicht gehört, was man benutzt hat, um. Zum Glück passiert sowas nicht in Realität. Ja, ich weiß, Kistenkater, du hast auch einen Bussimulator und ich weiß auch, dass du damit nicht klarkommst. Aber es ist trotzdem lustig. Es gibt so viele tolle Spiele, aber in Deutschland werden Simulatoren gekauft, die das Leben nachbilden. Ja, also. Ja. Okay, und jetzt? Warte mal. Nein, das war die falsche Taste. Jetzt habe ich meine Waffe weggeworfen. Oh nein. Ja, und die fällt richtig tief. Nein. Oh nein. Und die fiel tief, tief hinunter. Ja, ja, das so kann es gehen. Ja, ich weiß, unser Kistenkater ist Trotzer Survival-Fan. Das wisst ihr ja, wenn ihr ihm ab und zu mal folgt auf seinen Streams. Zelda habe ich momentan auch. Aber ja, ich spiele noch das erste und nicht das zweite. Und da ist mir das auch schon so gegangen. Wobei, ich muss dazu sagen, beim ersten ist das Problem eher, dass man oft die Waffe benutzt und dann mitten im Kampf geht sie kaputt. Und dann steht man da mit seinem Talent. Ja. Ist zwar realistischer, aber ich weiß nicht, es ist ein Spiel, ein Fantasy-Spiel. Warum muss da die Waffe kaputt gehen? A one behind, fresh spawn, on our zipline. Free kill. I got two tags. I got two tags. Take my zips, I have seven tags on me, I'm dropping them. Behind, my candidate. Someone take it. Ja. Das war wieder mal ein Glückstreffer. Mich hat jetzt eher so der Name etwas getriggert, aber gut. Ja, Namen. Ja. Was passiert hier? Painful. Du streamst. So. Oh. Du bist zu hell eingestellt. Oh, fuck. Okay, Sekunde. Wow, er will seine neue Sonnenbrille zeigen. Sollte ich vielleicht auch mal machen. Ich habe auch eine neue Sonnenbrille. So, jetzt können wir Paint. Moment, du willst Paint machen mit... Du willst zeichnen mit einer Sonnenbrille auf der Nase. Mich dünkt, das Bild wird sehr komisch. Ja. Life Formation. Warte, Leute. Warte.
Euro hier hingefetzt. Ja, wo findet man solche Fans? Nein, nein, natürlich nicht, nein, Spaß, Spaß. Aber ja, okay, war eine lustige Aktion. Es hat allerdings trotzdem so ein kleines bisschen, so ein ganz kleines bisschen den Anschein eines, das war geplant. Ja, aber okay, gut, vielleicht war es auch wirklich echt, dann, ja, dann hat man es geschafft, so ein bisschen. Ja, dann ist man bekannt, bald dann wird man auf der Straße erkannt. Ich weiß gar nicht, wo Sarah ist. Wo ist Sarahs Brille? Auf deinem Kopf. Mit der Bombe. Da, die hab ich. Hatte ich möglicherweise auf, meine Brille. Ja, aber da, wo sie nicht hingehört, wenn die Brille auf die Nase gehört, gehört sie nicht da oben hin. Ja, eben, so ist das. Aber Brillenträger kennt das. Wo sucht man die Brille als erstes, wenn man sie nicht auf der Nase hat? Auf dem Kopf. Wir haben, einmal in Dixi-Klo umgeschubst und das ist in der Sprunggrube unserer Schule gelandet. Und dann hatten wir leider keinen Weitsprung mehr. War sehr schade. Warum macht man sowas dann auch? Man wirft sie doch nicht in diese Richtung, man wirft sie in die andere Richtung. Damit sie eben nicht in solchen Dingern landet. Außer, man möchte natürlich keinen Weitsprung mehr machen. Das sollte man sich aber gut überlegen, weil man sollte vorher nachdenken, was könnte man alternativ dann zum Weitsprung machen? Oder was könnte der Lehrer als Alternative zum Weitsprung machen? Also aufgepasst, wenn ihr solche Dinge tut. Wieder eine kleine Anekdote meinerseits. Als ich noch zur Schule gegangen bin, also als ich noch so richtig zur Schule gegangen bin, so in jüngeren Jahren, da hatten wir einen Lehrer, der hatte einen Mini. Und am letzten Schultag haben wir den Mini genommen und haben ihn aufs Turnhallendach gepackt. Wir hatten in der Klasse einen, dessen Vater war Staplerfahrer und der kam dann mit seinem Stapler und hat ihn uns oben aufs Schuldach gehoben. Also aufs Tunneldach. Und da stand er dann. Das war richtig lustig. Es gab aber trotzdem im Nachhinein Ärger. Live aus der Frankfurt Arena. Die erste und einzige. Annie the Duck! Halt, was passiert denn da? Oh mein Gott! Direkt attackiert von den Kontrahentinnen. Milchbaum und Jen interrupten den Einlauf von Annie da Lack. Mauki kommt zur Hilfe und ein wildes Gerangel. Es findet direkt statt, meine Damen und Herren. Da wird nicht mal mehr der Einzug bei den Frauen gegönnt. Ja, ja, so kann's gehen. Im richtigen WWF geht das auch. Also, ja, habe ich schon mitbekommen. Da sprügeln die sich manchmal schon vorher. Wobei, wir wissen ja alle, dass das Wrestling von vorne bis hinten durch choreografiert ist. So richtig, sowas richtig choreografiert. Und, shit. Und ja, genau. Ja. Weiter geht's. Ja, das ist wieder abgehoben, asozial. Wir brauchen davon einen Clip. Ja, 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 also das war wirklich clipwürdig, weil wenn sowas passiert, ist meistens der Effekt danach nicht so schön, weil die Cola sprudelt. Im Übrigen habe ich mal herausgefunden, dass Cola Zero weniger süß ist als Leitprodukte. Also, falls ihr mal wissen wolltet, was der Unterschied da ist, da gibt es wirklich einen Unterschied zwischen den beiden. Zwischen Zero-Produkten und Light-Produkten bei Trinken. Haha. Aua, kannst du auch? Hey, nein! Dö. Ja, so kann's gehen. Augen auf beim Floß hinwerfen. Denn das kann auch nach hinten losgehen. Ja. Ist so.
Juhu, wir sind hier jetzt gerade auf Twitch live und haben eine Challenge verloren. Deshalb müssen wir eine halbe Zitrone jeder essen. Damit es nicht ganz so schlimm wird, habe ich schon mal die Schale abgemacht. Die müssen wir ja nicht mitessen. Ich wünsche uns beiden guten Appetit. Cheers. Das wird so eklig. Rein damit. Boah, hast du schon ganz weg? Oh. Was ist an einer Zitrone so schlimm? Abgesehen mal davon, nur so als kleine Mitteilung. Erstens mal danke für den Clip, Kistenkater. Zweitens mal, eine halbe Zitrone sollte jede essen. Bei allem Verständnis, das war eine halbe Zitrone für beide zusammen. Denn ihr habt die in der Mitte geteilt und dann nochmal geteilt. Das ist eine Viertelzitrone pro Person. Resten üben wir noch mal. Die nächste Herausforderung beim Thema Gelenkigkeit, ne? Das sah schon ganz gut aus. Hier ist Nummer 2. Jetzt wär ich raus. Und jetzt ihr. Marty, Respekt. Mein Respekt, wow. Also ich wäre dabei raus. Ich würde mir alle Knochen brechen. Nicht nur, weil ich das nicht hinkriege, sondern weil ich auf der Nase landen würde. Also ich gebe ganz ehrlich zu, ich bin völlig ungelenkig. Mittlerweile ein bisschen sportlich. Ja, ich fahre jeden Tag Rad. Von hier zu Hause zum Schulungszentrum und zurück. Spart A, Geld. B, nein, Fahrkarte habe ich trotzdem, aber ich bin fit und momentan ist das Wetter ja auch schön. Ich bin aber auch schon in den Platzregen gekommen. Meine Flexibilität hört bei meinen Sportübungen damit auf, dass ich es nicht mal schaffe, den Fuß an meinen Arsch zu kriegen. Ich muss mal kurz ausprobieren, bevor ich hier Scheiße erzähle. Aber immer wenn ich so dieses normale Dingsen mache, ne? Ja, es geht. Au, ich hab einen Krampf im Ohr. Das war die Strafe für die Falschaussage, dass es nicht funktioniert. Daraufhin kam dieser. Ja, genau. So ganz gehen. Ja, ja, ja. Ihr wolltet es, Chat. Oh Gott. Das ist jetzt wirklich eine neue Challenge, oder was? Das wird ja immer verrückter. Okay, jetzt ist es peinlich, wieder hochzukommen. Geht doch. Wow. Geht doch. Hat auch wunderbar funktioniert. Wow. Früher habe ich das auch mal hingekriegt, aber heute nicht mehr. Ich glaub. Das war der schönste Schuss meines Lebens. Wie war das mit zweideutig denken? Ja, ja, in diesem Schuss war statt lag eine gewisse Zweideutigkeit. Drüben in Rhodes gibt's den härtesten Sheriff. Da müsst ihr mal hingehen, damit ihr es glaubt. Drüben in Rhodes wird nicht lange gefackelt. Wenn du ihm auf den Sack gehst, gibt's Knasturlaub. Ja, manchmal geht's hier sehr heiß her, hier in Rhodes. In Rhodes. Wow. Cool gedichtet, das Lied. Ja? Und ich wusste gar nicht, dass das bei Red Dead der Menschen geht. Ist übrigens ein schönes Western-Spiel, wenn ihr an sowas Interesse habt, könnt ihr euch schon mal anschauen. Wir können ja trotzdem hier einfach so einen Ring noch bauen mit einfach noch ein paar Sachen. Ich meine, selbst wenn die nicht so gut laufen, ich meine, unser Geld ist okay. Ja. Ach, komm schon. Da hatten wir wieder diesen Effekt. Man sagt etwas und das Spiel reagiert sofort darauf. Und auch unser Kistenkater, ich weiß es, ich habe es schon vor ein paar Minuten gesehen, als das Clip dann auch lief, noch,
Zitronen schmecken wirklich lecker. Also probiert's mal. Ich kenne einen Trick, damit schmecken sie noch besser, aber das ist natürlich nicht Sinn der Sache hinter der Zitrone. Ich bin sehr gut, tatsächlich. Jetzt geht's gleich schief. Du! Ja. Ich wusste es, dass es schief geht. Sage nie in einem Spiel, dass du gut bist, weil dann geht es schief. Alte Weisheit. Was macht der jetzt? Na komm. Nein. Nein, okay. Als ob das passiert. Oh mein. Doch, passiert. Ja, hast du gesehen, dass es passiert? Eindeutig sichtbar, dass das passiert. Man sollte gucken, wie der Untergrund, wo man was hinschmeißt, aussieht. Wenn der abschüssig ist, ist klar, dass das Zeug weiterrutscht. Das bleibt ja nicht liegen. Ja, so ist das nun mal in Zelda. Soll ich deine künstlerische Muse werden? Wie kann ich dich beflügeln? Au! Oh, scheiße, das. Ah, das war voll der Musikknochen. Au! Das haben wir heute schon zum zweiten Mal. Merkt ihr's? Das ist auch so, triff den Musikknochen. Ich mach's nicht nach. Fette? 58 Monate, mein lieber Scholli, Alter. Dankeschön für 58 Monate. Das sind... Warte mal, 60 Monate? Sind 5 Jahre? 60. Fast 5 Jahre? Shut the fuck up. Ja, seht ihr mal. Fast 5 Jahre ist es jetzt schon. Oder die Person Abonnent bei ihm. Ob wir da soweit mal kommen? Schauen wir mal. Alter, geil. Die Enten greifen. Oh. Junge, wie dumm die da stehen. Junge, ich krieg. Ja. Hat sie gerade gesagt, wie dumm die da stehen? Also das ist ja wohl mal... Nee, also sowas geht ja wohl mal. Also gar nicht. Was meinst du jetzt mit Eigenlob? Das habe ich jetzt nicht verstanden, Kisten gerade. Bitte erklären. Aber Enten sind nicht dumm. Und ich fand das sehr cool. Die Wurst haben genau gesehen, dass da eine Kamera ist, haben sich hingestellt und haben mitgemacht. Ja, genau. Ja. Oder meintest, bezogst du das Eigenlob auf die Streamerin gerade? Ah, ach so, ja. Er hat ja auch gleich die Strafe dafür bekommen. Also er meinte, er ist sehr gut da drin und landete mitten in der Kreissäge. Also, so viel zum Thema, er ist gut. Deswegen sage ich immer, sowas sollte man nicht im Stream sagen. Das geht dann grundsätzlich schief. Okay, wenn Party entweder explodiert ist oder es hier reingeschafft hat, dann gucken wir nochmal, ob der... Ihr könnt alle jetzt nochmal den Björn rufen. Wenn der dann nicht da ist, dann drücke ich nochmal. Was zum Geier? That's a cool trick! Warte mal, du machst das nicht mit Absicht! Tschüss, Patti! Bye, bye! Und tschüss! Nicht zu weit vorlaufen, sonst geht's abwärts. Da ist die Kante, nicht... So, und jetzt läufst du... Mach dir noch einen Schritt nach vorne. Patti, da ist nichts mehr zu helfen. Ja! Hey, und habt ihr was gesehen? Da unten war eingeblendet bei ihm. Water Drop. Kann ich euch auch nur empfehlen. Trink ich selbst. Schmeckt sehr gut. Oh. Handschuhe ausziehen. Ach du Scheiße. Ballert er jetzt schon? Ach du Scheiße. Ja? Kein Wasser. Auf keinen Fall Wasser. Oh Gott. Ben Milch. Oh fuck.
Oh, das war's. Falls ihr das nicht wisst. Ja, und Waterdrop. Also nicht der jetzt, sondern der davor mit dem, ja, also der Slip davor. Der jetzt mit den Chips hat, glaube ich, Shorty eingeblendet. Im Übrigen, nein, erkläre ich am Ende noch, warum und wieso ich das nicht mache. Also, wenn ihr etwas Scharfes esst, stellt euch Milch hin. Auf keinen Fall Wasser. Wasser sorgt nur dafür, dass der, das, was den, diesen Schärfeeffekt auslöst, weiter verteilt wird. Das ist wie mit brennendes Fett löscht man nicht mit Wasser. Also flüssige, also Brände, die aus Flüssigkeit, durch Flüssigkeit entstehen, werden nicht mit Flüssigkeit gelöscht. Milch sorgt dafür, dass sich ein Film bildet, der diesen Schärfeeffekt rauszieht. Also immer Milch dazu. Mache ich immer gerne, wenn wir bei uns hier bei einem stadtbekannten Currywurststand etwas schärfere Currywurst essen gehen, nehme ich immer einen Kakao dazu. Passt perfekt. Wenn du aus großer Höhe ins Wasser fällst, erleidest du keinen Schaden. Das ist ja fast wie im Real Life. Stell dir vor. Was erzähl ich für einen Quatsch? Das ist überhaupt nicht wie im Real Life. Im Real Life kriegt man ganz schön viel Schaden, wenn man ins Wasser fällt. Bitte spring nicht aus hoher Höhe ins Wasser. Don't do that. Wollte gerade sagen, also aus großer Höhe in Real Life aufs Wasser springen, da ist das Wasser härter als Beton. Und es kommt dann aber auch immer darauf an, wie man auf das Wasser aufkommt. Wenn man eine kleine Aufprallfläche besitzt, also gerade runterspringt mit den Füßen zuerst, dann tut es vielleicht ein bisschen an den Füßen weh, aber man kriegt das hin. Macht man einen Bauchplatscher, war es das meistens. Also je nachdem. Also bei, auch vom Zehner runterspringen, Bauchplatscher, keine gute Idee. Ja, unsere Kreischerin. Nick behind me, in front of me. Gib mir, in front of me. I have no weapon. Ja, du brauchst auch keine Waffe mehr. Du hast dich gerade selbst in die Luft gejagt. Das ist ungefähr genauso wie Handgranate, plumps. Wäre auf selber rausgekommen, hätte man sich den Wurf gespart. Und die Kugel. Jetzt kommst du auch noch. Jo, ja. Dankeschön. Sehr schön. Sehr schön. So nutzt man die Gegner aus, um sich selbst abzuschießen. Ja, genau. Kann man machen. Okay, sorry. Guten Morgen. Ja. Ich glaube, ich wurde gerade getauft. Geprokoliert. Way more than I've expected. Oh mein Gott, ey. Das war geprokoliert. Jetzt wisst ihr, wie das funktioniert. Brokkoli ist ja im Gegensatz zum Blumenkohl, hat ja nicht größere Flächen, sondern der hat so ganz viele ganz kleine Flächen. Und wenn man den natürlich unter Wasser hält, dann bleibt das Wasser in diesen Zwischenräumen dann haften. Wenn man dann so macht, das ist wie ein Regenschauer. Jetzt kommt mir gerade ein Gedanke. Nee, den lassen wir. Mit Essen soll man ja nicht spielen. Ich frage einfach mal ChatGPT. Chat, soll ich aus Steuersicht lieber jemand Reicheres heiraten? Oder jemand Ärmeres? Ist eine persönliche Frage und sollte nicht ausschließlich... Ja. Oh mein Gott, ich wurde gerade so krass von ChatGPT gehandelt. Die Entscheidung, wen du heiratest, ist eine persönliche Frage und sollte nicht ausschließlich auf steuerliche Überlegungen beruhen. Wo ChatGPT recht hat, hat ChatGPT recht. Also, man sollte nie aus steuerlichen Gründen heiraten. Man sollte auch nie aus Gründen heiraten, wie zum Beispiel, man will eine Wohnung oder die man dann einfacher zusammenkriegt oder so. Das können Beigründe sein, aber nicht die Hauptgründe. Definitiv nicht. Wenn ihr heiratet, dann solltet ihr jemanden heiraten, den ihr liebt.
und mit dem ihr gerne zusammen sein wollt. Und zwar nicht nur für eine gewisse Zeit, sondern am besten das restliche Leben. So, das zum einen. Zweitens mal, für alle Leute, die ein iPhone besitzen. Kleiner Hinweis, seit vorgestern könnt ihr ChatGPT als App aus dem App Store herunterladen. Ein bisschen tricky, weil wenn ihr ChatGPT eingebt, dann bekommt ihr eine ganze Latte von Apps angezeigt. Achtet darauf, dass ihr das ChatGPT-Zeichen vor weißem Hintergrund habt. Erkennt ihr auch daran, dass wenn ihr drauf geht auf die In-App-Käufe, dann angezeigt bekommt 22,99 € als Abo-Preis. Ihr könnt das aber auch kostenlos nutzen. Und wenn ihr das dann verbindet, verbindet das bitte mit dem Account, den ihr bei ChatGPT benutzt habt. Ich habe es versucht und habe zweimal den falschen Account eingegeben und erst beim dritten Versuch hat es funktioniert. Dann bekommt ihr nämlich auch auf dem iPhone eure Suchanfragen unter History angezeigt. So als deiner Hinweis. Cool, Neon-Shirts. So, wenn die obere jetzt runterknallt, freut sich. Nein, wenn die obere runterrutscht, freut sich die unterste. Nicht. Es ging gut, aber ich hätte gern gesehen, was passiert wäre, wenn wirklich die oberste runtergerutscht wäre. Das hätte Autsch gemacht. Du siehst aus wie du! Ich sehe voll hässlich aus und so hässlich sehe aus wie ich! Ey, ohne Scheiß, du siehst aus. Das so sehe ich doch nicht aus, Pan! Du siehst einfach. Was hab ich denn für. Was? Was hab ich denn für Schultern, Pan? Ich schaue, das ist ein kleiner Schulbub. Du siehst vom Gesicht genau aus wie du. Es ist ohne Scheiß. Also da war mir der Vergleich mit Flying-Uwe aber schon viel lieber als der. Also ich habe ihn ja jetzt kurz gesehen, aber von was für einem alten Bild geht die Dame aus? Warum sehe ich denn... Das ist nicht wahr. Kimi, sag mal Sonnenuntergang, ohne die Lippen zu berühren. Sonnenuntergang! Sonnenuntergang, und das ist ja dran so schwer. Es geht, ich könnte den ganzen Satz sprechen, ohne dass ich die Lippen rühre. Das funktioniert wirklich. Ja. So, und ich möchte jetzt nicht wissen, wer jetzt wirklich vorm Rechner sitzt und das ausprobiert. Aber ich laufe jetzt einfach da rein. Und bringe sie einfach so um. Du rennst in die falsche Richtung. Ja, das in einem Souls-like-Spiel. Riesenmonster kommen. Ist ungefähr genauso richtig, wie dass man sich in einem Horrorspiel erschreckt. Also, da dreht man sich nicht rum und rennt weg. Die armen Stäbchen, ja schon. Hi, Missing, by the way. Nicht mal lange und es wäre dir entgegengekommen, dass ich das nicht geriecht habe. Ich habe wirklich vor ein paar Tagen gedacht, mein Zimmer wäre schimmelfrei. Oh mein Gott. Ja, Entschuldigung, Herr Müller. Ja, sorry. Ja, so, die ganzen Deutschlehrer im Chat, tut mir leid. Ja, das einmal versprochen und schon rutschen sie alle aus ihren Löchern hervor und korrigieren ein. Aber ich mach das auch gerne. Zumindest, wenn ich es hinkriege. Aber du hast gedacht, dein Zimmer wäre schimmelfrei. Also ist es nicht schimmelfrei. Dann solltest du dir Gedanken machen, weil ein Schimmel im Zimmer ganz schlecht. Okay. Toro macht jetzt eine Mutprobe. Ich schaue mir jetzt kurz das an. Okay. Und wir müssen jetzt Toro sagen, was er tun soll als Mutprobe. Und wir schauen an, ob er sich traut. Okay, voilà. Toro, ich will jetzt, dass du in den Stream reingehst. Und die Hand, Zwiebeln, eine Handvoll Zwiebeln nimmst, so in den Mund machst und machst. Und dann gehst du einfach wieder. Okay, also das war die Challenge. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das wirklich passiert. Wir haben angeritzt und eine große Schüssel mit kochendem oder heißem Wasser übergießen. Ja, und worauf ich richtig Bock habe? Warum hat er das gemacht? Weil er eine Challenge hatte.
Aber es war nicht ganz richtig, weil er soll nicht soll er machen, sondern. Aber gut. Er sollte also mit den Zwiebeln im Mund einen Murloc nachmachen. Wer nicht weiß, was ein Murloc ist, googelt's mal. Grinsekatze? Dankeschön, vielen Dank, Grinsekatze, für 2105 Bits. Eine merkwürdige Zahl, bin ich ganz ehrlich. 2105. Moon! Dankeschön, Moonly, für die 100 Bits. Vielen, vielen Dank. 21. Ein Vergnügen heute mit euch zu streamen. Wir sehen uns morgen wieder, denn heute muss ich leider wegen Dummheit offline gehen. Ja, sowas passiert. Ist mir auch schon passiert. Aber auf den Gedanken muss man erst einmal kommen, das so rüberzubringen. Das ist gut. Aber wisst ihr, was mir nebenbei aufgefallen ist? Neben ihrem Geburtstagsstream, der natürlich sehr schön war, und die Idee von ihrer Community, das so rüberzubringen. Mir ist aufgefallen, die beiden Katzen. Sehr schöne Katzen. Ja, nicht so schön wie unsere, aber schöne Katzen. Kannst du deine Brille kurz abnehmen, bitte? Nein. Ich will nur sehen, wie du ohne Brille aussiehst. Nein. Bitte. Ich will nur sehen, wie du ohne Brille aussiehst. Also, man will. Bitte. Hilfe. Bitte. Ich Ja, ja, so kann's auch gehen. Wenn der Gegner weiß, was kommen könnte und sich gegenrächt. Ja, ja, das passiert. Gute Reaktion, geil gemacht. So, als Domina, du hast zu viel Spaß. Hä, was für, du hast zu viel Spaß. Es ist ein Klicker, Leute. Das ist so unglaublich weit von der Realität entfernt, wie wenn ihr euch zu einem Porno einen runterholt, dann seid ihr genauso nah an der Frau dran, wie das hier nah an der Realität zu Domina ist. Ja, wo sie recht hat, hat sie recht. Kann man nichts weiter dazu sagen. Gibt es keine Idee. Ich will den Lieben nicht verletzen. Ja? Fleisch einmal essen. Digga, wie atme ich wie so ein Schwein, Alter. Wirklich, was ist denn falsch mit dir, Junge? Wenn du das selber nicht weißt, dann kann man dir auch nicht mehr helfen. Also, ist so. Ja, genau. Vielleicht ist das Mikrofon nicht ganz so gut eingestellt oder der Geräusch, der Spuckfilter ist falsch angebracht. Oskar, anscheinend gibt es irgendwelche Meinungsverschiedenheiten zwischen euch beiden. Dann setzt euch doch mal zusammen an einem Tisch, vielleicht streamt ihr das sogar und versucht alles beiseite zu räumen. Aber dieser Koststream ist schon langsam genug. Wenn du nicht mit mir erst irgendwie um 2 Uhr in der Früh und Jen zum See fahren willst, dann versuch jetzt gefälligst die ganze scheiß Angelegenheit mit dir persönlich zu klären. Hör mal zu, mein Freund, gerade von dir bin ich sehr, sehr, sehr enttäuscht. Alter. Du hättest da eben mal was sagen können in der Situation. Das wäre deine Aufgabe. Ich werde definitiv Milchraum nicht ins Wort fallen, Alter. Die ist irre. Weißt du, was die mit dem Content macht? Die verteilt Pupsküsse, wenn irgendwelche Subs reingeflattert kommen, Mann. Aber so kennen wir doch unsere Milchbaum, oder? Jetzt ist natürlich die Frage, wieso muss man so etwas über einen Stream klären, während man... Wieso muss man so etwas klären, während man streamt? So, genau. Ich sag's ja immer wieder, erst Worte im Kopf in richtige Reihenfolge bringen und dann aussprechen, nicht umgekehrt. Lass doch einfach nicht rein, deine Gesundheit, Games. Ach Quatsch, ich bin keine lichtempfindliche Epileptikerin, von daher geht das. Was ist jetzt? Oh, nee, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Und wie ich die Scheiße sofort wieder raushaue, das kannst du mal vergessen. Hä? Also, Licht... Ja, keine lichtempfindliche Epileptikerin? Ja gut, stimmt. Es gibt verschiedene Epilepsiearten. Aber ich glaube, die haben alle irgendwie mit Lichteffekten zu tun. Aber gut, okay. Ich bin da nicht so tief drin. Ich hatte früher zwar selber Epilepsie, bin aber davon geheilt. Ich habe eine gute Freundin, die ist Epileptikerin. Hat aber jetzt auch schon lange keine Anfälle mehr gehabt. Und... Ich war letzte Woche mit ihr auf dem Konzert und sie hat das Konzert wunderbar überstanden, obwohl viele Lichteffekte waren. So geil. Der fährt mit einem
Kackerhaufen auf dem Dach durch die Gegend. Oh nein. Oh nein. Wo ist denn meine halber Lebensbahn? Okay. Ey, jetzt häng ich hier zwischen. Ey, das ist ja wohl nicht euer Ernst. Ja doch, siehst du doch. Hast doch gesehen. Sie haben dich genau aus dem Spiel genommen. Mitten in die Leitplanke gesetzt. Perfekt gekontert. Du musst mit angreifen. Ja, ich seh's schon. Das ist eine Mimik. Mimik. Das ist eine Mimikrie. Warum mach ich das auf eigentlich? Warum bin ich Weil du dämlich bist. Ich wollte eigentlich angreifen. Sowas macht man ja auch nicht auf. Sowas, ja, angreifen wäre die richtige Art gewesen. Naja, passiert eben. Is what I play. Yeah, of course. What do you think he plays? League of Legends. What the fuck? Was? He looks like a loser, right? Exactly. Oh. I didn't want to say that, but yeah. Ja, ja, interessantes Gespräch. Kann man nichts dazu sagen. Man sollte schon, wenn man solche Gespräche führt, mit Leuten reden, die sich auch ein bisschen auskennen. 2XL ist schon nochmal, also Chat, jetzt mal no joke, 2XL ist schon nochmal was anderes als S, oder? S ist schon nochmal um einiges größer und ich dachte mir so. Moment, ich musste das jetzt, ich habe das jetzt mit Absicht gedrückt. Ich musste mir das gerade kurz im Kopf zusammenlegen, so weiter geht's. Fuck it, ich nehm's auch in XL. Also, sie denkt allen Ernstes, dass S größer als 2XL ist. Finden wir den Fehler. S, small, ganz klein. XL, extra large, extra groß. 2XL, extra, extra large. Schenken wir ihr eine Größentabelle. Ich glaube, das braucht sie unbedingt. Muss ich denn diesen Clip jetzt verstanden haben? Sie hat geprüft, ob ihre Haut noch passt. Vielleicht war sie eine außerirdische Kakerlake und wollte testen, ob die Haut noch richtig sitzt. Ich klacker. Wie war das Buchen? Als Klackerin? Ja. Tschüss. Sag mal alle tschüss. 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 Ja, das war eine sehr schöne Folge Twitch Clips Germany. Vor allen Dingen, ich fand den Schluss mal toll. Tschüss, wir haben auch Tschüss gesagt. Natürlich sagen wir jetzt hier noch nicht Tschüss, höchstens zu den Twitch Clips Germany. Und wie gesagt, schöne Folge, hat mir gefallen. Ein bisschen durchwachsen, manchmal konnte man sich eher aufregen, manchmal ein bisschen lachen. Das war also wirklich wieder schön zusammengeschnitten. Und ja, wenn euch das Ganze natürlich auch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr mir euer, das auch zeigt, zum Beispiel durch ein Like oder ein Abo. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, Glöckchen aktivieren, dann kriegt ihr eine Mitteilung. Wenn ihr mal auf Twitch live dabei sein wollt, unten in der Videobeschreibung ist das Ganze verlinkt, wie ihr zu Twitch kommt, da könnt ihr gucken, in der Zeitplan, der ist meistens aktuell, also meistens tue ich so montags, dienstags, mittwochs irgendwann eintragen, ob ich streame oder nicht. Meistens aber mindestens einmal die Woche. Und wenn ihr das Ganze natürlich auch bei den Kollegen von Twitch Clips Germany lassen wollt, unten in der Videobeschreibung ist das Ganze verlinkt. Da könnt ihr das gleiche machen, was ich jetzt hier mache. Ich mache das ein bisschen kleiner. Mach ein Like. Und bin also hier ist das Liken. Hier ist das Abonnieren. Und wenn alles funktioniert, dann seht ihr das im Video jetzt auch umrandet ordentlich. Ja, genau. Warum, wieso? Schaut euch das News-Video an, falls ich das hochgeladen habe. So. Wenn ihr irgendwas loswerden wollt, wie Vorschläge, was ich verbessern könnte, oder Kritik habt und sagt, nee, das hat mir nicht so gut gefallen, macht das doch vielleicht anders, könnt ihr das auch unten in die Kommentare schreiben. Dazu könnt ihr natürlich auch schreiben, wenn ihr Vorschläge habt, was man mal reacten könnte. Oder einfach irgendwas habt, was ihr loswerden wollt. Einfach unten rein. Ich reagiere drauf. Und ihr kriegt da auf jeden Fall eine Antwort.
Und mir bleibt jetzt nur noch zu sagen für diese Woche danke und tschüss, eure Josie.